Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ixion. In der letzten Folge haben wir wieder einiges geschafft und... okay, interessant. Aktuell sieht es auch hier ganz gut aus. Wir könnten... Eisen... auch gerne darüber transportieren. Ich weiß nicht, wenn ich beide auf Eisen 100 setze, gleichen die sich dann aus oder muss ich das dann wieder umstellen? Bringt der jetzt Eisen darüber? Ich glaube, so wird das nichts, ne? Wenn ich sage Sektor 1, Eisen 50. Okay, dann wird das rüber transportiert. Aber im nächsten Step wird wahrscheinlich dann von hier wieder dahin transportiert, oder? Das wäre nämlich schön. Das wäre sehr schön. So, jetzt kann ich die Abfall verwerten. Ach nee, kann ich noch nicht, weil Arbeitskräfte. Ne? Wir müssen neue Leute aufwecken. Raus aus euren Kryokapseln. Es gibt Arbeit. No more resources available to mine. Oh. Das kann alles gesammelt werden. Das kann gesammelt werden. Das kann gesammelt werden. Okay, es muss eigentlich alles nur noch gesammelt werden. Ah, da fällt mir ein, wir haben jetzt wieder 50. Das heißt, wir können uns jetzt aber ein neues Schiff leisten. Right? Right. Dann können wir dem schon mal noch keine Aufgabe geben. Die Aldana. Soll auch fleißig Stuff holen. Vielleicht können wir das jetzt sogar so aufteilen. Genau, die haben niedrigere Priorität hier. Der hat hier eine höhere und der hat hier eine höhere. Die Känguru im ersten Sektor. Die ist eher so ein Lastschiff, das alles mögliche andere auch holt. Okay. Okay, Metall sieht gut aus. Naja, 40 Arbeiter, Überschuss, ne? Und 2 Mikrochips. Und wir haben halt immer noch keinen Bahnhof, der es einfacher machen würde. Ermöglicht außerdem die Einflussausweitung einiger Gebäude auf alle Sektoren. Boah. Das ist schon nice. So, wir schicken das Forschungsschiff jetzt mal zu dem Gasplaneten. Wir haben ja jetzt entsprechend das Teil für. Technologiebaum. Komm, wir erforschen jetzt das Siedlungszentrum. Induziertes Opfer. Unrenzelle Mannschaftsrotation. Okay. Hm.
mal, kosten alle ungefähr gleich viel. Wie viel ist denn hier mit Arbeitskräften? Okay, hier im Sektor haben wir 11 übrig. Ah, okay, und hier wird es langsam mehr. Aber wir brauchen jetzt 20, das heißt, sobald es 237 Arbeitskräfte sind, sieht es ganz gut aus. Und wir müssen ein neues Haus bauen. Bevölkerung. Wo sind denn Quartiere? Müsste 40. Beherbergt bis zu 70 Bürger mit hoher Qualität. Aber das ist ja noch lange nicht der Fall. Technologiestufe 3, Technologiestufe 3, hier. Zusätzliche Betten. Wohnraumkapazität ist um 30% erhöht. Zum Freischalten dieser Technologie wird die Technologie Reorganisation der Pflege in der Krankenstation benötigt. Okay. Und das scheint keine großartige. Durch die Optimierung des Raums, elektrische Anstellung, das Quartier zu einer extremen Verlust an Struktur. Okay. Reorganisation der Pflege. Krankenstationen haben Platz für 5 weitere Betten. Das wäre schon auch ganz gut, ne? Wir haben eine Menge Nicht-Arbeitskräfte, die wir definitiv als Siedler benutzen können. Wenn wir mal soweit sind. So, hier spricht die Besatzung der Ratte. Wir sind in die Atmosphäre von Perenti 85 eingetreten. Die Erkundungsausrüstung wurde eingesetzt, doch die Schwerkraft des Planeten könnte unsere Mission erschweren. Die Sichtweite ist gleich null. Entsende Mikrosonden. Errichte eine Wetterstation. Errichte fortgeschrittene Infrastruktur für meteorologische Analysen und Simulationen. Das sind teuersten, ne? Aber wir brauchen aktuell hauptsächlich Forschungspunkte. Und ich denke, je teurer wir gehen, desto mehr Forschungspunkte bekommen wir am Ende. Also gehe ich jetzt mal auf die 60. Auch wenn es natürlich extrem teuer ist, aber. Egal. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Wir könnten mal schauen, ob wir mit unseren Sonden mal wieder irgendwas erforschen können. Da ist das. Hier auf der Bahn. Da ist Eisen. Haben wir noch keinen Planeten oder so gefunden. Der ist offenbar hier drin. Der müsste ja irgendwann aus dem Nebel rauskommen, oder? Oder nicht? Ich weiß es halt nicht. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Ist beides ein Problem? Hier ist es rot. Hier ist es nicht rot. Ich vermute mal, das ist gefährlich und das vielleicht nicht. Aber das scheint sich auch zu bewegen, oder? Denn hier haben wir vor kurzem noch abgebaut. Okay, ich würde jetzt einfach mal riskieren, eine Sonde hinzuschicken. Ich meine, ist ja nur eine Sonde. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ich weiß nur, da waren wir. Da ist ein Asteroid, da können wir was abfarmen. Immortan. Breitet sich das aus, oder? Ich bin unsicher, wie schlimm das hier ist. Schauen wir mal.
Okay. Schwache Spuren einer Dolus-EKP-Signatur. Nahe des Planeten mag er nach Flugmann zu urteilen, ist die Atmosphäre. Ist das Schiff in die Atmosphäre des Planeten eingetreten? Die Koordinaten einer möglichen Abschutzstelle wird dann vermittelt. Okay, das könnte vielleicht der letzte Forschungspunkt für Suche Spuren der Pythagoras sein. Ich verstehe nicht ganz genau, was hat mir das hier zu sagen? Also das hier scheint ja gefährlich zu sein. Aber warum ist denn das nicht gefährlich? Also ich meine, warum ist das hervorgehoben, wenn es nicht gefährlich ist? Das verstehe ich noch nicht ganz so. So, die Hälfte an Ressourcen wurde schon angeliefert. Ich hoffe, dass das hier eine Menge Forschungsergebnisse liefert. Okay, also Nahrung ist hier komplett voll. Ich würde jetzt hier mal zwei Gebäude abbauen, also zwei Produzenten abbauen. Kann ich aber nicht, weil wir so viel Eisen haben. Ja, das ist mal ein schönes Problem. So. Schalte ich den mal aus. Frage ist halt jetzt wirklich, wie wollen wir da weiter vorgehen? Silizium. Hier ist noch Platz. Eigentlich ist hier erstmal soweit alles stabil. Und hier haben wir zwar zu wenig, aber wir werden ja... Warte mal. Ressourcenmanagement. Oh. Ja, also ich dachte, wir werden beliefert. Ah. Und Abfall ist voll. Oh, und Polymere sind voll. Okay, den Zustand würde ich jetzt mal ganz direkt ausnutzen. Und dann ein neues Solarmodul dran bauen. Das kostet uns allerdings die letzten zwei Mikrochips. Nee, dann nicht. A science ship team has completed a task. Okay. Oh, ja. Mehrere Untersuchungen zeigen diverse Phänomene auf Perenti 85, die scheinbar vom Corollis-Effekt, dem Corollis-Effekt trotzen, okay? Es wurden außerdem Partikel entdeckt, die charakteristisch für den selbstähnlichen Raum sind. Gut. Sie spielen eindeutig eine wichtige Rolle in dem komplexen Kräftegleichgewicht auf Perenti 85. Krass, 75, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist viel Forschung. So gefällt mir das. In Sektor 2 gehen uns schon wieder die Häuser aus. Ernsthaft? Eieiei. Eieiei. Okay, warte mal. Mit 2 kann ich leben, ne? Es gibt noch keine negative... Entschuldigt, ich muss mich ab und zu immer kurz muten. Wegen meinem Husten. Leider. So, macht mal Mikrochips draus, oder? Das brauchen wir gerade am nötigsten.
So. Da kommt einer, zack, und jetzt wird's verarbeitet. 10 Zyklen dauert das. Okay, alle Forschungspunkte wurden einkassiert. Das sieht gut aus. Wir können jetzt ein Siedlungszentrum bauen, das natürlich viel zu groß ist. Wer hätte es gedacht? Es war klar, dass wir dafür einen neuen Sektor brauchen werden. Es sei denn... Wobei... Aber schlauer wäre es wahrscheinlich, das auszulagern, ne? Oder? Ich denke schon, dass es sinnvoll wäre, den Sektor hier Stück für Stück auf... Nahrungsmittelversorgung für das ganze Schiff umzubauen. Aber wir können das Siedlungszentrum ja auch wieder abbauen, ne? Ich glaube, vorübergehend... Aber wir haben halt nicht genug Mikrochips, ne? Weil für Mikrochips, wir können mal schauen, Fabrik... Hallo? Fabriken... Polymer... Elektronikfabrik. 30 Silizium, eine Elektro... Oh. Okay. Wo soll das denn hinpassen? Eieiei. Das ist ja riesig. Uff. Okay. Also erstmal Technologiebaum. Also wir brauchen Krankenstation, Reorganisation der Pflege. Das erhöht die Bettenzahl auf 20. Was wir hoffentlich nicht brauchen, aber wir hätten's. Kann ja das Krankenhaus eigentlich abschalten. Ja. Okay, keine Kryokapseln mehr hier. Okay, wir haben gar nicht mal mehr so viele Kryokapseln, ne? Aber wir bekommen wahrscheinlich wieder welche. Okay, Reorganisation der Pflege wurde freigeschaltet. Und jetzt können wir zusätzliche Betten... 35 kostet das. Aber ich kann die Ratte ja mal hier rüber schicken. Hier scheint auch noch irgendwas zu sein. 30 Forschungspunkte scheinen da zu sein. Oder wie? Oder warum steht da bei Forschungspunkte 30? Da war gerade was. Da ist noch was. Und wir fliegen gut noch am Sturm vorbei. Ist das sinnvoll, das Schiff schon mal hier hinzuschicken? Ja, wir machen einfach schon mal. Aber das Sinnvolle wird sich zeigen.
Aber ich muss die Quartiere ein bisschen verbessern. Natürlich. Alles schon okay. Die Leute sind aktuell alle glücklich. Und das ist das Wichtigste. Okay, Rumpfreparatur würde ich sogar kurz mal ausschalten. Weil wir halt sehr gut dabei sind. Okay. Trotz der kalten Raumumgebung des Planeten sind die atmosphärischen Bedingungen und Schwerkraft unserer Erde bemerkenswert ähnlich. Außerdem bedecken große gefrorene Wassermassen die Oberfläche des Planeten. Verlass den Planeten und kehre später zurück. Ah, das gibt's jetzt hier ausnahmsweise mal. Dann kann ich ja dahin fliegen und offenbar ist das nicht gefährlich. Weil das nicht rot ist. Und Scan abgeschlossen. Oder warte. Flieg mal. Korrektur. Flieg dahin. Das ist kürzer. Und gibt mehr Punkte. So, wir haben 44 Punkte. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in den Technologiebaum. Quartier, zusätzliche Betten. Smart Homes. Wohnraumkapazität um 60% erhöht. So, was fehlt uns denn noch für das Upgrade der nächsten Stufe? Die Fusionsstation? Mhm. Die Feuerwache. Die Zellenquartiere. Also Massenquartiere sozusagen, wenn man so möchte. Getreidefarm. Und eine Pilzwand. Mhm. Oha. Hier spricht das Team der Ratte auf Rokatansky D79 gelandet. Der eisige Komet ist karg. Durch seine konstante Rotation lässt herrliche Schatten über seine Oberfläche tanzen. Eisböen jagen erratisch über den Boden. Möglicherweise aufgrund der ungewöhnlich hohen Schwerkraft. Wir haben den Ursprung des Signals erreicht und können die Gletschermasse in einer Gesteinshöhle erkennen. Wir erwarten Anweisungen. Ach nee, das ist unser Stuff. Okay, ich dachte schon. Analyse, temporäres Studienzentrum. Okay, ich würde es diesmal auch mit einem temporären Studienzentrum versuchen. Um mal zu gucken, was das für einen großartigen Unterschied macht. Okay, und alles ist in Bereitschaft. Das heißt, wir haben alles abgearbeitet. Okay. Also wir brauchen wieder Eisen, ne? Das ist klar. Ja, Silizium wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich schicke mal da eine Sonde hin. Für später. So, den schalten wir auch aus, weil brauchen wir gerade nicht. Und den... Ja, da sind die Lager voll. Aber kann erstmal anbleiben. Hm. Okay, das ging schnell. Wir haben hier Wasser und Silizium. Okay. Das ist grundsätzlich gut. Ja, perfekt. Neue Sonde. Okay, haben wir vielleicht noch Eisen hier irgendwo in der Nähe? Das wäre erstmal schöner. Weil wir dann nicht so weit fliegen müssen. Da ist kaum noch was. Ja, wir haben hier schon gut alles abgearbeitet, ne?
Ist dich hier irgendwo so ein Sweet Spot? Wobei das ja, genau. Hier hinten ist was. Das ist ja spannend. 29. Oder sind es noch 29 Forschungspunkte hier in dem System? Das wäre natürlich auch krass. Okay, das schauen wir uns später an. Erstmal möchte ich wirklich Eisen. Okay, hier ist Eisen, aber das ist halt auch schon recht weit weg. Das ist, glaube ich, noch weiter weg, aber hier ist halt auch noch mehr. Und hier ist noch irgendein Planet. Okay, komm. Wir schicken diese Ende mal dahin. Und unserer Flotte sagen wir, ja komm, bau mal auch Silizium ab. So, Höhlenreparatur wieder aktivieren. Und wir brauchen eine Halde für Silizium, aber da warte ich erstmal, in welchem Sektor es angeliefert wird. Natürlich ist ein Unfall passiert, was auch sonst. In einem sind die hier Weltmeister, und zwar darin, sich weh zu tun. Okay, insgesamt haben wir jetzt zu wenig Nahrung, weil der ausgefallen ist. Das heißt, wir kompensieren das mal kurz, indem wir hier einen einschalten. Oder die beiden wieder einschalten. Ja, wir brauchen mittelfristig deutlich mehr Nahrung. Und da werden wir Wasser für brauchen, ne? Also die Frage, worauf geht man als erstes? Getreidefarm, Pilzwand. Braucht große Mengen Wasser. Gehen wir auf die Pilzwand. Das ist wieder irgend sowas. Ja, komm, ich gehe erstmal auf die Pilzwand. So, wir haben jetzt deutlich mehr Betten, ne? 52 durch 40. Das klingt auch erstmal ganz gut. Das klingt doch erstmal ganz gut. Und auch hier haben wir jetzt 20 Betten. Das heißt, ich würde das Gebäude jetzt tatsächlich mal demontieren. So optimistisch bin ich. Den Leuten geht es überall gut hier. Das ist auch schön. Siedlungszentrum braucht 4, ne? Aber der ist schon dabei, wieder einzumachen. A probe has completed its scan. Siedlungszentrum. So, was hast du hier erfolgreich gescannt? 450 Eisen. Okay, das ist... das ist nice. Okay, da ist jetzt das Bergbauschiff hin unterwegs. Gut.
Abfallverwertung. Produktion. Ich müsste mal die Chips hier rüber transportieren. Ich weiß nicht, ob die das jetzt hier rüber... Doch, die bringen das hier rüber jetzt. Okay. Weil dann machen wir Siedler da draus. Und vor allem die Nichtarbeiter, die wohnen ja dann auf dem Planeten. Das heißt, dass das tendenziell erstmal wieder Nahrungskapazitäten und so hier auf dem Schiff frei macht, oder? Ich weiß es noch nicht. Ich ist nur geraten. Achso, ne. Ah, okay, da kann ich einen Mindestbestand festlegen, was ich gemacht habe. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders gerade. Okay. Hier ist Silizium angekommen. Perfekt. Na gut, dann macht das hier hin. So. Das Gelände wurde teilweise vermessen. Die Analyse der Stein- und Eisproben gestattet uns neue Theorien über die Kräfte auf den Kometen wie Rucker... Tansky D79 wirken. Das Team konnte jedoch das dicke Eis der Gletschermassen nicht durchdringen, um herauszufinden, was die elektromagnetische Signal verursacht hat. Ja, das wäre wahrscheinlich nur mit dem größeren Equipment gegangen, ne? Aber schön die Wissenschaftspunkte einsammeln. Vielleicht hätte ich doch das größere machen sollen, aber wir müssen auf unser Eisen aufpassen. Oh, hä? Nochmal? Die kleinen Sicherheitsprotokolle deuten darauf hin, dass die Besatzung an Bord der Ratte nicht die originale Besatzung... Was? Die kleinen Sicherheitsprotokolle deuten darauf hin, dass die Besatzung an Bord der Ratte nicht die originale Besatzung ist. Nach intensiver Befragung und Fernbeobachtung durch das bordeigene Überwachungssystem scheinen diese neuen Besatzungsmitglieder tatsächlich menschlich zu sein und über gute Kenntnisse zu Dolos-Protokollen und Abläufen zu verfügen. Sie bestehen hartnäckig darauf, dass sie schon immer auf der Taikun gearbeitet haben, doch ihre biometrischen Daten stimmen nicht mit den Besatzungsaufzeichnungen überein. What the fuck? Was? Scheiße. Oh no. Aktualisiere das Besatzungsverzeichnis der Taikun, um neue biometrische Daten aufzunehmen. Phishing Login ID? Was soll das heißen? Oh Gott! Was mache ich? Oh no. Die biometrischen Daten stimmen nicht mit den Besatzungsaufzeichnungen überein. Könnte ein Datenbankfehler sein.
Oder jemand hat die Datenbank gehackt, weil er jemand auf dem Schiff loswerden will. Aber warum? Es könnte natürlich auch sein, dass die von irgendwas befallen wurden oder so. Oh Gott. Es gab ein elektromagnetisches Signal. Also es könnte sein, dass das vielleicht die Datenbank irgendwie gestört hat. Aber das ist ja die Datenbank von der Tycoon. Naomi-Protokoll. Das ist schon so hinterlegt, ne? So nach dem Motto. Oh, shit. Also das letzte Naomi-Protokoll war, spreng den Baum in die Luft. Da war ein schöner Baum und Naomi-Protokoll hat gesagt, spreng in die Luft. Kann ich hier rausgehen? Und nochmal rein? Spiel speichern. Let's play. So, jetzt sammeln wir erstmal die ganzen Wissenschaftspunkte ein. Das Problem ist, ich traue dem Spiel halt zu, dass so eine Entscheidung mich halt erst in 3 Spielstunden einholt oder so, ne? Das hier wäre auf Nummer sicher gehen. Aber das könnte auch dauerhaft die Moral der Besatzung schädigen, wenn ich ein eigenes Schiff in die Luft sprengen lasse. Goddammit. Soll das ein Hinweis sein? Phishing Login ID. Aktualisieren das Besatzungsverzeichnis der Tycoon, um neue biometrische Daten aufzunehmen. Oh, Digga. Boah. Ich bräuchte halt mehr Infos. Ich kann doch nicht meine eigene Besatzung in die Luft sprengen. Wegen einem möglicherweise Datenbankfehler. Ich würde gerne eine Videoübertragung sehen und mit den Leuten reden und so. Nochmal. Nach intensiver Befragung und Fernbeobachtung durch das bordeigene Überwachungssystem scheinen diese neue Besatzungsmitglieder tatsächlich menschlich zu sein, über gute Kenntnisse zu Dolos-Protokollen und Abläufen zu verfügen. Oh.
War das eine gute Idee? Oder war das eine scheiß Idee? Ich schicke die direkt mal zur Tycoon zurück, um zu gucken, ob gleich irgendwas passiert. Oh, hätte ich das Schiff in die Luft sprengen sollen? An accident has occurred in the Tycoon. Ich überlege, ob ich gleich nochmal neu lade und das Schiff in die Luft springe und schaue, was dann passiert. Aber erstmal will ich schauen. Aber die haben auch neuen Namen? Das sind definitiv nicht die Namen, mit denen ich die losgeschickt habe. So viel sagt mir auch mein Gehirn. Ja, das sind andere Namen. Ich könnte es noch ändern. Fünf Besatzungsmitglieder getötet. Minus 10 Vertrauensabzug. Das dachte ich mir. Okay, die Auswirkungen davon sind eigentlich klar. Die sind genauso gewesen, wie ich das erwartet hatte. Die Frage ist halt... Das Spiel ist schon eine Bitch, ne? Das könnte enorme Probleme verursachen, das anders zu machen, aber... So, schaufeln erstmal wieder die Wissenschaft ins Schiff.
So, wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Wir sind ja eh schon bei 46 Minuten. Ihr dürft entscheiden, was wir machen. Ich muss jetzt eh eine Aufnahmepause machen. Von dem her warte ich ab. Schreibt in die Kommentare, sprengen oder aufnehmen in die Crew. Und die Mehrheit gewinnt. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Vielleicht wisst ihr es ja sogar, weil ihr es selber schon durchgespielt habt oder so. Aber ansonsten schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was das Schlauste ist. Also permanent minus 1 Stabilität ist schon brutal, muss man sagen. Ist aber natürlich sicher, sicher. Das andere hat jetzt wenig Nachteile gehabt. Aber das kann ja noch kommen. Ne? So, dass beim nächsten Sprung einfach jemand den, keine Ahnung, Ixion-Kern kaputt macht oder whatever. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung ist. Also von dem her, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was die richtige Entscheidung eurer Meinung nach ist. Wie würdet ihr entscheiden? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.